Seid gegrüßt. Mein Name ist Kai Kurgan, der schwarze Prophet. Ich grüße euch aus dem Raiderland, dem Mordor Ostfrieslands. Und ich habe schlechte Nachrichten für euch. Das Ende ist da. Wir sind alle verloren. Eine Seuche hat uns heimgesucht. Ich habe euch stets davor gewarnt mit meinen Prophezeiungen. Aber ihr wolltet nicht hören und jetzt bekommt ihr die Quittung dafür. Doch es gibt Hoffnung. Hier, irgendwo in diesem Gemäuer, soll das Buch der vier Siegel verborgen sein. Das Buch der verlorenen Worte. Worte, die uns die Erlösung bringen können. Folgt mir. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Aber denkt an euren Virenschutz. Da ist es. Das Buch. Das Buch der verlorenen Worte. Nun folgt mir auf eine Reise in die finstere Vergangenheit des Friesenlandes. Wir kehren zurück in das Jahr 1509, als eine schwere Sturmflut das Land heimsuchte. Und nun höret die Geschichte von Thorum, der stolzen Stadt am Dollart. Dort, wo sich heute die Wellen des Dollarts brechen, gab es einst Städte, Dörfer und Klöster, in denen man keine Armut kannte. Wohlhabende Bauern, Kaufleute und Handwerker genossen hier unermesslichen Reichtum. Allen voran standen die Bürger von Thorum, die aus dem kleinen Kirchdorf eine schimmernde Perle am Fluss Ems geschaffen hatten. 8 Gold- und Silberschmiede lebten hier, deren Künste über die Grenzen des Randes hinweg bekannt und gefragt waren. Wer als Fremder an die Stadt kam, blickte sprachlos auf die vielen Reichtümer. Rings um den großen Marktplatz standen prachtvolle Bauten, wie das imposante Rathaus, der mächtige Gerichtsbau, die reich mit Ornamenten verzierte Kirche oder die gewaltige Goldschmiede. Mächtige Mauern und Türme umgaben die Gassen und Straßen der Stadt, auf denen sich allerlei Volk tummelte. Die Frauen von Thorum trugen kostbaren Schmuck, goldene Ringe, Spangen und Armreife. Und auf dem Markt boten Händler aus allen Teilen des Landes wertvolle Stoffe, edle Speisen, exotische Gewürze und gut genährtes Viehfeil. Des Abends wurde in Thorum bis spät in die Nacht gezecht und gefeiert. Auf den Tischen, die mit Bechern und Tellern aus purem Gold eingedeckt waren, dampften erlesene Gaumenfreuden. Musiker spielten zum Tanz auf und die reichen Thorumer erfreuten sich an leichten Künsten. Schleichend, wie eine gefährliche Krankheit, kehrten Laster und Sünde in die Mauern der Stadt ein. Der grenzenlose Reichtum stieg den Menschen so zu Kopf, dass sie das Tagwerk ruhen ließen und nun von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang dem maßlosen Leben frönten. Gottes Gebote galten nicht mehr für sie, und so kamen mit jedem Sonntag weniger Menschen in die Kirche. Eines Morgens blickte der Thorumer Pastor auf die leeren Bänke in dem Gotteshaus und verließ daraufhin traurig die Stadt. Und mit ihm ging die letzte Hoffnung, dass sich das Schicksal des Ortes zum Guten kehren könnte. Denn es kam bald eine Zeit, da drang aus der Umgebung immer wieder furchtbare Kunde nach Thorum. Schwere Stürme suchten den Norden des Landes heim. Das Meer hatte die Bollwerke an der Küste im Handstreich genommen und viele Orte waren bereits in den Fluten versunken. Die Menschen in Thorum
waren nicht sonderlich beeindruckt von diesen Nachrichten. Sie wähnten sich in ihrer Stadt in Sicherheit, denn allein Torum hatte bislang den Urgewalten zu trotzen vermocht. Doch als die Fluten immer näher rückten, wuchs auch hier die Sorge. Ein paar reiche Bürger schmiedeten deshalb einen teuflischen Plan. Mit einem Menschenopfer wollten sie das Meer besänftigen. Ein Mädchen sollte sterben. Die Tochter des Torumer Müllers wurde für das grausame Ritual auserkoren. Sie war ein wunderschönes Kind mit klugen, dunklen Augen und feuerrotem, wallendem Haar. Als die Nacht hereinbrach, zehrten schwarze Schergen das Mädchen aus seinem Bett und verschleppten es zur Stadtmauer. So sehr das Kind und auch ihr Vater flehten, die Frevler kannten keine Gnade. Sie hoben das Mädchen über die Mauer und stürzten es in die Tiefe, der Flut zu Füßen. Und in der Tat, der blanke Hans verlor sein Interesse an der reichen Stadt, zog sich zurück. Die Stürme flauten ab. So ging das sorglose Leben weiter. Aus dem Schutz ihrer Mauern heraus beobachteten die Torumer, wie das Land umher im Chaos versank. Sie veranstalteten ein großes Fest, mit dem sie den Sieg über die Naturgewalt feierten. Die ganze Nacht herrschte ausgelassene Fröhlichkeit. Bier und Met flossen in Strömen und die goldenen Teller wurden immer wieder mit üppigen Speisen gefüllt. Lautstark lärmten die Torumer und die wenigsten bemerkten, dass der Wind draußen wieder stärker geworden war. Als ein Wirt die Stufen in den Keller seines Gasthauses hinabstieg, um Nachschub für die durstigen Kehlen seiner Schenkel zu holen, erschrak er heftig. Das Wasser stand ihm bis zu den Knien. Fässer und Flaschen schwammen um ihn herum und kaltes Grauen packte den Wirt, als er inmitten der trüben Brühe einen feuerroten Haarschopf auftauchen sah. »Die Flut kommt! Die Flut kommt!« rief der Wirt voller Panik und rannte die Treppe hinauf. Seine Gäste jedoch lachten ihn nur aus. Einer zeigte auf die nassen Beinkleider des erstarrten Wirtsmannes und brüllte los. »Seht nur, er hat sich schon in die Hosen gemacht!« Die Menge gröhlte, doch dann ließ ein lauter Knall sie verstummen. Die Tür der Schenke war aufgesprungen und draußen tobte ein Unwetter, wie es die Menschen noch nie zuvor gesehen hatten. Heulend rüttelte der Sturm an Türen und Fenstern, während sich das Meer wie ein entfesseltes Monster immer wieder mit aller Macht gegen die Deiche warf. Wie die Zungen eines gierigen Ungeheuers tasteten sich die ersten Ströme ins Landesinnere vor. Dort vereinigten sie sich zu einem breiten Schwall, der alles mitriss, was ihm in die Quere kam. Im Nu hatte die Flut die Tore von Torum erreicht und selbst die starken Mauern hatten der unglaublichen Urgewalt nichts mehr entgegenzusetzen. Die stolzen Gebäude der Stadt brachen zusammen und begruben die Menschen unter sich, die zu den rettenden Toren flüchten wollten. Diejenigen, die sie erreichten, wurden von einer großen Flutwelle fortgerissen und ertranken jämmerlich. Einige Menschen besannen sich in dieser Stunde der höchsten Not wieder an Gottes Wort und suchten in der Kirche von Torum ihre Rettung. Während die ersten vor dem Altar auf die Knie fielen und um ihr Leben flehten, verrammelten die letzten das Tor der Kirche mit einem schweren Balken. Wild schlugen die Glocken im Turm Alarm, doch die Warnung kam zu spät. In der Kirche wurde es unheimlich still. Nur das Heulen des Windes war zu hören und das Murmeln der Betenden. Darin mischte sich mit einem Mal ein dumpfes Grollen, das immer lauter und bedrohlicher wurde. Die Menschen starrten mit weit aufgerissenen Augen auf die Tür. Durch ihre Ritzen drang Wasser, das sich auf dem Steinboden ausbreitete. Der Balken, der die beiden Türflügel zusammenhielt, ächzte bedrohlich. Dann zerplatzten die Scheiben mit einem lauten Knall. Der Balken brach und die Flut brauste ungehindert in die Kirche. Und das Letzte, was die Torumer sahen, war das Müllermädchen, das sie mit traurigen Augen anblickte. Sie stand in der aufgebrochenen Tür und der Sturm zerrte an ihren feuerroten Haaren.
Noch einmal gaben die Kirchenglocken einen wimmernden Laut von sich. Dann erstarb ihr klagender Klang in der brausenden See. Und das war das Ende von Thorum, der stolzen Stadt. Schiffer, die Jahre später des Abends über den Dollart fuhren, wollen in der Tiefe einen geheimnisvollen Klang vernommen haben. Die Glocken von Thorum. Bei niedrigem Wasser haben einige von ihnen auch die Ruinen der Stadt und ihre Straßen gesehen. Und einmal fanden Fischer sogar ein Fässchen im Watt, das randvoll gefüllt war mit Goldmünzen. Und unter dem grauen Schlick, der sie bedeckte, schimmerte das Wappen von Thorum. Maßlosigkeit und Arroganz haben das Schicksal von Thorum besiegelt. Lasst uns das eine Mahnung sein. Ich hoffe, hier vor den Bildschirmen sitzen klügere Köpfe. Obwohl, wenn ich meinen Blick durch das digitale Auge auf euch schweifen lasse, so habe ich doch meine Zweifel. Auch ihr seid verloren. Ihr habt alle von dieser furchtbaren Seuche gehört, die uns heimsucht. Viele scheinen aber vergessen zu haben, wie wichtig es ist, Abstand zu halten. Dazu habe ich euch ein kleines Gedicht mitgebracht. Das Gedicht vom Corona-Paulinchen. Paulinchen geht aus. Paulinchen war allein zu Haus. Nur die Eltern durften raus. Denn in dem Land war große Not. Und es gab Kontaktverbot. Mutter, Vater mussten schaffen und das Kind alleine lassen. Sie warnten es. Bleib schön zu Haus. Wart auf uns und geh nie raus. Sie mahnten streng. Gib ja fein Acht. Ein Virus hat sich aufgemacht. Man sieht es und man riecht es nicht. Es springt dir heimlich ins Gesicht. Auch wenn du glaubst, du bist gesund, so macht es dennoch seine Rund. Drum halte dich von Menschen fern, von allen, die du hast so gern. Paulinchen war ein braves Kind, so wie sie es in dem Alter sind. Doch bald schon langweilt sie sich sehr, denn auch auf Netflix gab's nix mehr. So fasst sie heimlich den Entschluss, dass sie doch nach draußen muss. Ich werde zu der Oma gehen, die habe ich lang nicht mehr gesehen. Paulinchen schleicht sich aus dem Haus und das Unheil nimmt den Lauf. Sie eilt durch Straßen und durch Gassen und wundert sich, sie sind verlassen. Nach einer Weile, oh wie fein, Paulinchen sieht das Altenheim. Die Oma staunt, was machst du hier? Ich habe mich gesehnt nach dir. Sie setzt sich flink auf Omas Schoß. Nach einer Stunde muss sie los. Sie küsst die Oma auf den Mund und winkt ihr zu. Bleib ja gesund. Paulinchen knurrt nun sehr der Magen und sie fragt sich, soll ich's wagen? Sie will noch schnell zum Laden laufen und sich Schokolade kaufen. Im Supermarkt, da staunt sie sehr, die Regale sind so leer. Da, wo Klopapier einst stand, sie nur leere Fächer fand. Doch Paulinchen ist am Ziel, denn Schokolade gibt es viel. Sie schiebt sich durch die Menge, an der Kasse herrscht Gedränge. Die Menschen, ja man glaubt es nicht, tragen Masken vorm Gesicht. Paulinchen kann es nicht verstehen, wer will denn so nach draußen gehen? Die Uhr schlägt 5, der Schreck sitzt tief, Paulinchen schnell nach Hause lief, pünktlich ist sie zurückgekehrt, die Eltern haben nichts bemerkt. Sie liegt im Bette, doch bleibt lang wach. Hab ich das wohl recht gemacht? Die Eltern trösten sie und schmusten. Kurz darauf hört man sie husten. 14 Tage sind vergangen und auch der Husten ist gegangen. Doch Paulinchen weinet sehr, hat keine Eltern, keine Oma mehr. Drum seid gewarnt und gebt fein Acht. Macht nicht, was Paulinchen macht. Tut es allen Menschen kund. Bleibt zu Hause, bleibt gesund.